Also er atmet jetzt ruhiger und wir hoffen, dass es auch sein Tierarzt dann kommt. Wie geht's dem anderen? Noch nicht so gut. Noch nicht? Wenn man irgendwie noch Puppen, Halsband und Leine, nicht auf den Weg. Weil der wird nämlich fit. Also heute Morgen gegen 8.30 Uhr kam es in Lorch-Waldhausen zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus. In dem Haus befinden sich drei Wohnungen, die in Brand gerieten. Die Feuerwehr hat dann die Löscharbeiten aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die Wohnungen leer. Es befanden sich lediglich zwei Hunde im Gebäude. Die beiden Hunde wurden mit lebensgefährlichen Rauchgasvergiftungen geborgen und befinden sich mittlerweile in tierärztlicher Behandlung. Die Personen befanden sich nicht zu Hause, vermutlich waren sie auf der Arbeit oder im Urlaub. Die Feuerwehr befindet sich aktuell noch bei den Löscharbeiten, dementsprechend kann das Gebäude noch nicht betreten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ist üblich, dass bei einem Brand die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnimmt. Dementsprechend war die Kriminalpolizei auch mit Kräften vor Ort. Wenn der Brand vollständig gelöscht ist, wird die Polizei das Gebäude betreten und dann im Gebäude nach der Brandursache bzw. am Brandort, also an der Ort, an dem der Brand begonnen hat, suchen. Die Hunde befinden sich aktuell in einer tierärztlichen Praxis, werden dort von einem Tierarzt behandelt. Inwieweit und wie schwerwiegend die Verletzungen sind, können wir bisher nicht sagen.